Der arme, arme, arme Dominik muss jetzt schon zum dritten Mal hier auftauchen und wir haben ihm noch nicht weiterhelfen können. Ja. Also in der Zwischenzeit habe ich das Ganze ja auch schon verarbeitet und in meine Dissertation reingeschrieben. Also es geht ja jetzt nur darum, habe ich das Richtige geschrieben? Ich komme von der Schause. Hallo zurück zum Sovi-Stammtisch, einer halben Stunde Gespräch über sozialwissenschaftliche Themen. Und diesmal wieder ist wieder Dominik hier zu Gast, der Fragen formulieren wir, die wir gekonnt. Ich will nicht sagen, wir ignorieren. Wir ignorieren sie nicht. Wir behandeln sie nur nicht als Fragen, sondern als ein Ausgangspunkt einer Reise. Ja, aber ich habe gehofft, dass du diesmal nicht sagst, ihm überhaupt nicht die Möglichkeit gibst, Fragen zu Nein, stellen. Nein, und diesmal will ich, glaube ich, die Gefahr auch so minimal wie gering halten. Ja. Aber wir haben nicht nur den Dominik hier, sondern auch den Georg Simmel. Hallo Georg. Hallo Georg. Er liegt hier vor mir als Schrift, als Schriftstück. Ja. Wir haben uns schon diverse Male. Marx und Simmel, haben wir letzte Woche Marx und Simmel, da wollte ich was zu sagen und da habt ihr mich nicht mehr zu Wort kommen lassen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mein Mikro auf ausgeschaltet habe und mir deshalb keiner das Wort. Aber da war die Sendung schon zu Ende. Ja, Marx und Simmel, was haben die denn beide zu Lebensstilen zu sagen? Also, erstmal Georg Simmel, alter Soziologe. Einer der Gründungsväter. Philosophie des Geldes heute, Teil 3. So, nur für, ja, zur Erinnerung. Sind ja Wochen vergangen. Ja, eben. Und wir haben uns beim letzten Mal, habt ihr Linien gezogen zwischen Marx und Simmel. Ja, Marx, Simmel, ja. Lebensstile. Was ist die Verbindung? René, bitte. Und das. Bitte. Nein, 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 nein. Ja, nein. Erstmal prinzipiell. Schnelle Antwort, schnelle Frage, schnelle Antwort. Marx, Simmel, Lebensstile, die Verbindung. Entfremdung. Hervorragend. Aber wir haben ja festgestellt, okay, er hat das Geld historisch beschrieben, er hat Entfremdung beschrieben, der Simmel, genau wie der Marx, aber die haben ja auch zwei essentielle Unterschiede. Und die sind darin begründet, dass der Marx zum einen eine Gesetzmäßigkeit der Geschichte propagiert, was Simmel nicht tut. Ja. Und das Zweite, dass der Marx, oder drei Sachen, das Zweite, dass der Marx ein, ja, Kampfprogramm entwickelt, könnte man so sagen, also man soll ihm nicht Unrecht tun. Er hat ja mit dem Marxismus jetzt nichts zu tun, aber dass er zumindest eine Revolution irgendwo sieht und seine Theorie zu einer Kampftheorie taugt. Und Simmel sieht sich als neutraler Beobachter der Moderne. Aber da könntet ihr jetzt wieder sagen, na ja, wie sich einer sieht, das ist eine andere Sache, wie er dann rezipiert wird. Okay, geschenkt. Inhaltlich sagt Marx, dass Geld den Menschen zum Sklaven macht, Zwang auf ihn ausübt und Geld, also in Form des Kapitalismus, ihn versklavt. Und das sagt Simmel eben nicht. Simmel sagt, Geld macht den Menschen frei. Und dessen Punkt, da müssen wir nochmal drauf. Und ich hoffe nur, dass alle, die mein Statement da nicht mehr mitbekommen haben, jetzt nicht in der Zwischenzeit Marxisten geworden sind, nur weil sie Simmel gelesen haben, ja. Und ich sie jetzt enttäuschen muss. Okay, das ist sehr schade. Weil das hat auch mit Lebensstilen zu tun. Ja. Wir haben ja beim letzten Mal gelernt, dass alle rationaler wurden, alle objektiver mit der wie hast du sie so schön genannt, mit der monetarisierten Wende in der Geschichte oder monetären Wende? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls mit dem Einfluss des Geldes wurden wir zu Intellektuellen. Nein, Intellektualität. Der Begriff des Intellektuellen ist ja wieder ein anderer. Aber die Intellektualität hat uns erfasst.
So. Ja. Und aber auch die Freiheit. Und das ist halt wichtig, dass man das nochmal herausarbeitet. Ja. Also, ich würde es mal gerade wieder ein bisschen mehr auf Lebensstil noch lenken, ja. Okay. Aber das mit der Freiheit, da müssen wir dann doch nochmal drauf zurückkommen, Ja, genau. weil noch gar nicht klar ist, wie die zustande kommt, die Freiheit. Ja, genau. Und ist ja auch ein springender Punkt für Lebensstile. Es setzt ja eine gewisse Freiheit voraus, dass man sich überhaupt Lebensstile wählen kann. Ja, So. nee, ja. Ich würde sagen, dass bei Georg Simmel gibt es eben zwei Lebensstilbegriffe und Vorstellungen. Das eine ist ja das, über was wir jetzt in den letzten beiden Folgen gesprochen haben. Eine Art der Lebensführung, die man abgrenzen kann in der Zeit vor einer Geldkultur und nach einer Geldkultur, die sich vor allen Dingen darin unterscheidet, dass man eben objektiver, intellektueller, also in dem Sinne mehr mit dem Intellekt an die Welt rangehend handelt und wirkt. Und auf der anderen Seite hat er dann den Lebensstilbegriff, wo er sagt, und da kommt der Punkt der Freiheit, und das kannst du dann gern gleich weiter auch ausführen noch, da sagt er, dieses Geld hat uns eben auch befreit, das hat uns aus dem Feudalismus rausgebracht, mehr Demokratie gebracht, und jetzt haben wir eben mehr Freiheit und sind entfremdet, ist ja ein Thema auch bei ihm, sind auch freigesetzt von Gemeinschaften und können freier handeln. Und jetzt brauchen wir aber irgendwie Identität und wollen uns in diesem Raum bewegen. Und dazu nutzen wir eben Lebensstile, dass wir uns stilisieren, also eine Identität basteln, aufbauen. So. Also wenn du hier über Identität sprechen willst, dann bist du gerade im falschen Seminar, denn da hat Simmel ja ein eigenes Kapitel dazu geschrieben. Verweisen wir gleich mal Ja, gut. auf die Kreuzung sozialer Kreise, wo er erklärt, wie in der Moderne im Gegensatz zur Vormoderne sich Identität bildet. Also auf Aber Wiedersehen. ja, aber sind Wir sind falsch zusammengekommen. Ich wollte nur sagen, dass der Dominik hier absolut die Systematik, eine ganz ungewöhnliche systematische Herangehensweise an den Stammtisch bringt und der Einzige ist, der hier Bier trinkt und wir Teetrinker so quatschen, als hätten wir schon Bier getrunken. Es ist alles, also es sind ganz schlimme Zeiten, in denen Ja, wir leben. früher war alles besser. Ja. Die Jugend von heute. Früher hatten wir nur Lappen an den Füßen. Also damit ist, glaube ich, alles zu dem Thema gesagt. Aber Identität und Lebensstile, hängen die dann nicht auch zusammen, wenn, also wenn ist der Lebensstil nicht ein Aus, versucht man nicht über den Lebensstil einen Ausdruck seiner Identität zu finden? Ja, genau. Und ich glaube, in der letzten Folge oder war es in der ersten Folge, hatte doch René was auch über Identitätsverlust gesagt. Ach nein, das war in einem ganz anderen Podcast von René. Identitätsverlust, dass man nicht mehr so in Gemeinschaften eingebunden ist, wo man als ganzer Mensch zählt, sondern dass man in Teilidentitäten zerfällt. Und genau, und deshalb muss der Mensch das jetzt eben auch herstellen und diese Überlebensstile und die zersplittern eben wie diese Teilidentitäten es gibt dann mannigfaltige Lebensstile plötzlich. Aber wenn ich mich richtig erinnere, unterscheidet, glaube ich, in diesem Punkt auch Simmel exemplarisch die Stadt von dem Landleben, das Ja. Stadtleben und das Landleben, wo Ja. er, und ich hatte da immer so, wenn ich mich mit diesem Teil von Simmels Theorie beschäftigt hatte, hatte ich immer so diese Intuition irgendwie, dass dieses Lebensstilmodell, diese Freiheit, die da zum Ausdruck kommt, dass es eben nicht, also weil Freiheit ist ein schwieriger Begriff, oft ist es halt auch einfach nur eine Lehrformel, die irgendwie schnell hinein irgendwo geworfen wird, weil sie Kraft ihrer Ausstrahlung irgendwie alles um sich herum platt macht. Ja. Aber dass
dass diese Freiheit, also diese Freiheit ist nicht eine kreative Freiheit, die da gewonnen wird, im Sinne einer Herstellung, einer Schaffung der eigenen Identität, einer Freisetzung der Identität, die sich beliebig ausbreiten kann, sondern es ist eine Freiheit der Wahl, weil die Verbindungen, die in so einen, solchen Städten herrschen, ich Simmel verortet, glaube ich, diese größeren Freiheit in den Städten, ermöglicht ganz viele Anknüpfungspunkte. Aber aber man muss zwischen diesen Anknüpfungspunkten wählen. Sie ermöglicht all diese Lebensstile, aber man muss aus diesen Lebensstilen wählen. Alternativen können nicht gewählt werden. Wohingegen diese kleineren, dieses Landleben schon sehr starke Verbindungen zieht. Die Person, die wird in diese Verbindungen reingeboren und die sind dann auch sehr widerstandsfähig, wenn sie dann vorhanden sind. Aber diese Verbindungen sind nicht universell abdeckend. Sie decken nicht die gesamte Persönlichkeit ab, sodass da dann halt kleine Bereiche der, wenn man so will, der schaffenden Freiheit offen bleiben. Während, also die Wahl wird eingeschränkt, dafür wird ein kleiner Bereich des Schaffens eröffnet, während dann in der Stadt dieser kleine, also diese Einbildung ultimativ ist, umfassend ist, aber in diesem dann halt eine Freiheit der Wahl besteht. Nee, also kann man so sehen, aber würde, glaube ich, Simmel jetzt, da würde der jetzt sagen, nee. Okay. Weil er geht ja, also die Freiheit, von der er spricht, ist ja ein Weg von diesen sozialen Vollinklusionen. Also du warst früher mit Haut und Haaren in deiner sozialen Gemeinschaft drin. Die Zunft ist ein gutes Beispiel. Du warst, wenn du in einer Zunft warst, nicht nur Zunftmitglied, du warst da alles drin. Du warst mit deiner Religiosität drin, mit deiner Heiratsbeziehung drin, du warst, also mit allem, was Menschen ausmacht, warst du drin. Und das Geld hat dann aus bestimmten Gründen, über die wir vielleicht noch dann reden können, wenn wir es schaffen, hat dann dazu geführt, dass sich das aufgelöst hat und du aus diesen Vollinklusion und Kollektiven herausfielst. Und das hat, da sieht er ja auch, dass die Freiheit auch behaftet ist mit etwas Negativem, nämlich der Verlorenheit. Also die Menschen fühlen sich heute verloren. Frei, aber verloren. Und ja, ich glaube, Norbert Elias hat es mal so ähnlich formuliert, Freiheit ist die Art der Gefangenschaft, die wir akzeptieren. Und das ist halt die Frage, ob du diese Verlorenheit akzeptierst. Wenn die akzeptierst, wirst du die Freiheit anerkennen, aber man könnte jetzt auch sagen, Freiheit von der Verlorenheit, ja, dann wäre für dich die Gefangenschaft, die Simmel als Gefangenschaft sieht, dann auch wieder Freiheit. Das ist also tatsächlich eine Definitionsformel. Nur eben ist es, glaube ich, bei Simmel nicht nur die Freiheit der Wahl. Das spielt auch eine Rolle, gerade in der Großstadt, da beschreibt er das ja als Wahl zwischen verschiedenen Kreisen, die du dann hast, aber du hast mehr Wahl. Das ist schon so, aber das ist durchaus eine Sache, die auch von innen kommt. Du wirst befreit aus diesem Zwang, der dich zu einem bestimmten Individuum presst. So, insofern würde ich ein halbes Jahr geben dir, 50 Punkte, was immer noch eine 4 ist. Weil, also ich bezweifle nur, dass in so starren, sage ich mal, die traditionellen, die waren halt starr und die sind halt schon in fast umfassend determinierend, jetzt nicht im Strengen, sondern sage ich mir jetzt mal als Floskel gebraucht, haben sie die Person gebunden, haben sie die Person auch festgelegt, aber ich bin mir nicht sicher, ob in so kleinen, also in so kleinen Kreisen eine solche Vollinklusion halt möglich ist. Na, also diese kleinen Bereiche, die einfach nicht abgedeckt werden, wo dann irgendwo dieses private Schaffensvermögen noch
möglich gewesen wäre, weil bei, wenn die Wahl in Städten ist halt sehr viel größer, aber die, die das, was auf einen einprasselt, ist auch viel umfänglicher, nicht? Und diese Das ist ja auch ein Grund bei Simmel. Also die, na, also die ich will, Stadt. Ich will jetzt auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und irgendwie das eine vor dem anderen präferieren. Bloß, ich denke, man kann es sich nicht so einfach machen, dass man sagt, ja, da war alles halt gefangen. Also das ist halt so ein Weg. Also der Aufbruch in Moderne ist eine Geschichte. Ist eine Geschichte des Freiwerdens. So. Ja, naja, das nicht. Ja, doch. Also bei Georg Simmel würde ich das tatsächlich so interpretieren, was das Geld angeht. Weil sowohl das Stadtleben macht freier, bei ihm im wahrsten Sinne des Wortes, und das Geld macht auch freier. Und ja, wie würdest du denn die Freiheit dann definieren, wenn nicht als Abwesenheit von den ganzen sozialen Zwängen? Ja, da würde Marx natürlich sagen, das Geld macht dich in einer gewissen Weise unfrei. Das können wir ja alles bei Marx auch nachlesen. Simmel geht von einem Freiheitskonzept aus, das du aus einer psychologischen, philosophischen, existenzialistischen Sichtweise, dass dir alles vorgegeben wird, dein ganzer Lebensweg, wen du heiratest, was du denkst, woran du glaubst, wie viel du verdienst, wo du lebst. Alles wird dir vorgegeben und das wird dann durchs Geld aufgelöst und das nennt er Freiheit. Da sehe ich jetzt nicht, wo du da auf ihn einprügelst, also mit welcher Legitimation. Ich prügel doch nicht auf ihn. Doch, doch. Das tue ich überhaupt nicht. Also Dominik, der Thomas schlägt den Georg. Er hat den Georg geschlagen. Nein, also ich habe Thomas anders verstanden. So. Also René, ich denke, ja, du hast recht, also so lese ich zumindest Simmel auch. Für ihn ist diese Geldkultur und alles, was damit einhergeht, diese auch etwas mehr Rationalisierung, Objektivierung und auch diese mehr an Möglichkeiten, wahrscheinlich einfach auch die andere Produktivität und das mehr an Gütern, was da ist, all das hat erstmal bei ihm eine positive Wertung, insofern er es überhaupt wertet und nicht nur einfach beobachtet. Aber es wirkt sehr positiv. So, in der Lebensstilforschung ist aber ja eben schon dieser Part, wenn ich jetzt an Ulrich Beck denke, dass man sagt, Wahlfreiheit ja, und damit wird ein Lebensstil zu leben überhaupt erst ermöglicht. Aber diese Freiheit ist nicht so eine Freiheit, wie sich der kleine Mann das vorstellt, der Nicht-Soziologe, sondern du musst dich jetzt über die, und die kleine Frau, genau, und du musst dich jetzt über einen Lebensstil integrieren, so. Also Lebensstil als neue Sozialstrukturform, so. Und also würden die Lebensstile, so, wir müssen ja sehen, dass Simmel auch in der Moderne, also 1900 hat er sein Werk da geschrieben, dass er da etwas beobachtet hat, nämlich das Aufbrechen dieser Strukturen übers Geld, das dann frei werden und auch verloren sein und dass die Lebensstile dann, wenn man das an Simmel anschließen möchte, der hat sie ja dann quasi nicht mehr so mitbekommen, die modernen Lebensstile, dass die eine Reaktion waren auf dieses Verlorensein. Genau. So. Und dass diese Reaktion dann aber, wie so vieles, zum Zwang werden. Genau. Ja. Okay, dann sind wir ja alle zufrieden. Das, zufrieden sein ist ein äußerst unbefriedigender Zustand. Aber nochmal des Geldes wegen. Also nochmal. Wir müssen ja hier unsere Brötchen verdienen. Das mit dem Geld fand ich halt bei ihm interessant. Zum einen brechen diese einfach strukturell auf, diese Muster. Aber er beschreibt das auch noch auf eine ziemlich clevere Weise, indem er das wieder so auf den Intellekt bezieht. Es ist ja so, dass Geld alle gleichwertig macht. Das ist so ein Ausgangspunkt bei ihm. Geld nivelliert alles. Ja. Alles bekommt seinen Wert. Und keine Person ist mehr wert als eine andere,
aus Sicht des Geldes. Also früher hattest du ja Adel, da war die Person einfach inhärent mehr wert als so ein Bauer. Das war einfach, die Wertsachen waren so gestrickt. Durch das Geld bekommen alle ihren gleichen Wert. Es ist völlig egal, wer eine Sache kauft. Du guckst nicht drauf, wer etwas kauft oder verkauft. Die Personen werden aus dem Wertebereich herausgezogen. Und weil keine Person mehr etwas wert ist quasi, ist auch kein Grund mehr da, jemanden ab- oder aufzuwerten. Wo man kritisieren könnte, naja, wer Geld hat, wird wieder aufgewertet strukturell. Aber erstmal macht das Geld die Person gleich. Und da bekommen die auch dann die Freiheit, sich selbst zu entwickeln. Weil sie eben aus diesen Bewertungsmaßstäben, die sie umgeben, herausbrechen, herausfallen. Das fand ich nochmal einen interessanten Punkt. Aber das ist doch auch ein interessanter Fallstrick einfach, weil eigentlich diese Ungleichwertigkeit, wenn man vom Adel und vom einfachen Volk dann spricht, ne, diese inhärente Ungleichwertigkeit, im Prinzip dann eigentlich das Geld nur einen Trick macht. Ne, also es nivelliert diese Ungleichwertigkeit nicht, sondern es. Strickt sie um, Ja, na, verschlüsselt. also ich will jetzt nicht, ich mag diesen, also ich mag ja auch den Begriff des Objektiven nicht. Deswegen will ich nicht sagen, objektiviert sie, so, also es, sondern entsubjektiviert halt diese Ungleichheiten. Also es entzieht sie praktisch einer modernen Kritik, die dann sagen würde, naja, guck dir mal an hier so, wie kann man denn nur aufgrund, dass der eine halt diese und jene Eltern hatte, wieso hat er jetzt auf einmal mehr Rechte und so weiter? Das geht nicht. Das würde so einer modernen Kritik, würde nicht akzeptieren wollen. Aber wenn dieses ins Geld verlagert ist, dass die Mehrwertigkeit einer Person auf das Geld übertragen wird und das Geld, naja, das ist ja, wenn man so sagt, das ist ja objektiv so, das ist ja nicht, was irgendwie willkürlich zugewiesen ist. Das Geld verschleiert quasi, weil es ist ja nicht, es ist ja die, wie Geld zugewiesen ist, das ist ja auch keine, also es ist ja nicht nach objektiv gültigen Mustern wird das zugewiesen, sondern es hat ja viel mit, also Reichtum wird ja in der Regel vererbt. Aber es gibt ja auch andere, ne, wie wenn wir, denn wären wir wieder bei Bourdieu, dass halt so diese verschiedenen Kapitalsorten halt, wer darüber verfügt, dass der dann halt in der Position ist, eher Geld anzusammeln. Insofern ist ja ist dann diese Objektivierung, die durch das Geld halt dann postuliert wird, ist im Prinzip nur eine Verlagerung der Privilegien auf eine andere Begründungsebene. Und damit werden sie verschleiert, weil sie dann als objektiv dargestellt werden. Ja, früher kam der Herr Graf irgendwo hin und hat seine Vorteile genossen. Und heute kommst du, es ist ja ökonomisch, glaube ich, auch gut untersucht, dass Leute, die viel Geld haben, sehr viel Nachlässe bekommen, die sie eigentlich nicht benötigen, weil sie als Kunden warm gehalten werden sollen. Aber Simmel, da müssten wir aber tatsächlich nochmal ein Lektüre-Seminar machen, wie er das auflöst, denn Simmel sagt durchaus, dass Geld auch die Schichten abgrenzt voneinander. Ich glaube, er nennt sogar das Beispiel mit der Bahnfahrt, mit der ersten Klasse, dass sich die Reichen über das Geld die Distanz von den Ärmeren dadurch erkaufen, dass sie ein Ticket der ersten Klasse nehmen. Das hat er durchaus im Kopf, aber da bin ich mir nicht mehr ganz, da müsste ich in den Text gucken. Ich würde schon jetzt so aus Perspektive von Lebensstilforschung sagen, also zumindest glaube ich, ist das eben in Simmels Gedanke, dass Geld nivelliert erstmal Unterschiede. Und dieses Beispiel fand ich eben gut, wenn du sagst, der Graf, also der Adel, also irgendwas Ständisches, ich spreche jetzt hier mal im Weberschen Sinne, die haben sich eben. Und so sagt Weber das ja auch. Die haben Ungleichheiten geschaffen zu ihrem Vorteil. Und Weber sagt auch, diese Geldkultur, diese Geldwirtschaft nivelliert es. Und das ist das Gefährlichste für Stände überhaupt,
dieses Objektivierende der Geldkultur, weil damit verlieren sie diese Vorteile, die sie sich erräubert haben. Und ja. Aber ist es so? Na, kann man das, weil, also das, also ich will nicht, also die Frage ist nicht, ob das so ist, ob Weber das gesagt hat, das hat er mit Sicherheit so gesagt, aber wenn ich das so sage, hat Weber das so gesagt, ja? So, okay. Ich will ja gar nicht bezweifeln, dass Weber das so gesagt hat. Ja, ne, aber stimmt diese Diagnose, dass das Geld diese Unterschiede gefährdet hat, oder dass es nicht vielmehr, also dass es nicht in Reaktion auf Veränderungen, die dann stattgefunden haben im Prinzip eine Anpassung war, diese Stände dann halt mit, also entweder diese Stände aufrechtzuerhalten, das müsste man dann halt empirisch prüfen, wie ob Geld halt so über die Zeit oder Vermögen bei Familien über die Zeit konstant geblieben ist, oder ob sich durch das Geld nicht eine neue Ständeordnung entwickelt hat, die dann, sage ich mal, in den neuen Deutungsmustern, also früher halt die Stände, die waren ja auch nicht die, so dass da jetzt gesagt wurde, okay, das sind jetzt Räuber, was sollen wir machen? Sondern das hatte ja auch eine Erklärung in der Zeit. Ne? Das war ja irgendwie erklärt. Und dass halt dass jetzt neue Stände entstanden sind, naja, diese Stände bedienen sich halt, also diese, das sind halt die Stände dieser Zeit halt, die nach modernen Erklärungsmustern erklärt sind. Also zum Beispiel halt, ne, dass die halt so diese Pauschallegitimierung, die man so sagt, so diese inhaltliche Formel Leistung. Ja, wer mehr leistet, der hat halt mehr Geld. Also du gehst ja nicht sehr systemtheoretisch ran, indem du sagst, von der Struktur her bleibt es ja bei Ständen. Aber inhaltlich sind schon andere Leute dann an die Macht gekommen als Bürgertum, als der Adel, für den war Arbeiten etwas Schlimmes. Und die würden, soweit ich weiß, sind die lieber verarmt, als arbeiten zu gehen. Also das wäre mal interessant zu prüfen. Also das würde ich, ja. würd ich mal interessieren, halt, ja. Das wäre eine Frage, ob Vermögen über die Zeit halt in den gleichen Familien verblieben sind. Ja, also, aber es gab doch dann den Industrieadel, und das sind Leute, die aus dem Bürgertum, die sich nach und nach ein Vermögen angesammelt haben. Und das war doch quasi die neue, das reiche Bürgertum kam doch dann erst auf. Mit auch einer gewissen Freiheit, sich Geld auf die Weise beschaffen zu können. Ja. Also ich kann euch mal verraten, sowohl Thorstein Veblen als auch Max Weber behandeln beide diese Fragen, wie ist das gelaufen mit dem Adel, wenn die dann kein Geld mehr hatten, wie und was machen die dann? Also genau das, was ihr diskutiert. Und noch ein anderer Punkt. Löse es doch auf, bitte. Also ja, die ich werde es nicht gut genug auflösen können in der Kürze der Zeit. Also ja, die haben dadurch erstmal verloren. Diese Objektivierung und Rationalisierung, die diese Geldwirtschaft mit sich gebracht hat, haben eben diesen Adel mehr oder weniger ja in Europa aufgelöst. So. Im Vergleich zum feudalen Europa spielen sozusagen diese Adelstände keine Rolle mehr. Und das führt sowohl Thorstein Veblen als auch Max Weber sagen, ja, das hat was mit dieser aufkommenden Geldwirtschaft eben zu tun. Okay. Ja, und mit der aufkommenden Geldwirtschaft korrespondiert das aufkommende Ende der Folge. Was mich wieder zu dem Eindruck verleitet, dass eine halbe Stunde einfach nicht ausreicht, um irgendwelche Fragen zu diskutieren. Aber mit diesem Naturgesetz, ich meine, das ist ja nicht in unsere Wahl gestellt. Das ist ja, der Ökonom würde sagen, es ist ein Naturgesetz, dass eine, so wie Stammtischfolge, eine halbe Stunde ist. Das kann man leider nicht ändern. Alternativlos. Eine alternativlose halbe Stunde, das ist doch was. Ja, Zeit lässt nicht mit sich verhandeln. Das ist ja das Problem. Und damit müssen wir hier aufhören.
Ich schlage vor, eine letzte Simmelfolge dann nochmal zu, also zumindest zu diesem Lebensstilbereich doch nochmal zu machen irgendwann. Vielleicht kommen wir ja zu den Lebensstilen. Vielleicht kommen wir dann irgendwann zu den Lebensstilen. Tschüss. Ja, Tschüss. tschüss.